liebe Naturfreunde, Tag 4 von meiner Radreise in München-Venedig. Die habe ich jetzt gestartet, da in Neudorf. Und es geht wieder schon von vorne weg bergauf. Und heute erwartet mich noch einige Höhenmeter. Ja, ich bin jetzt schon da in Toblach. Wettermäßig, das geht. Aber Regenwahrscheinlichkeit 90% heute. Also mich wird es wieder erwischen. Aber das bin ich jetzt schon gewöhnt. Gut geschlafen. Ich habe mich gut gestärkt. Und ich starte heute jetzt meine Tour. Jetzt bin ich aber ganz nah dran an die Bergen. Da drüber muss ich. Da gabelt sich jetzt mein Weg. Ich fahre jetzt da Richtung Toblacher See, sprich Cortina d'Ampezzo. Ja, wenn man jetzt da weiterfährt Richtung Innichen, in circa 2 Kilometer ist die Trauquelle, kann man den Trauradweg auch fahren. Den habe ich aber schon im März abgefahren. Ja, und für mich der Weg Richtung Cortina d'Ampezzo. Jetzt erwartet mich ein bisschen eine kleine Steigung bis zum See. Und hier in Toblach, Nordic Arena, ganz bekannt, auch wird auch im Fernsehen übertragen. Entweder, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, entweder Langlauf oder Biathlon. Irgendwas von den zwei Sachen, aber ich glaube, es kann alles machen. Schaut mal an, die Berge da und hinter mir, herrlich. Da haben wir noch einen letzten Blick auf den Toblacher See und jetzt geht es weiter auf den schönen Radweg Richtung Cortina d'Ampezzo. Und da haben sie noch einen Schnee deponiert, schon für nächsten Winter. Boah. Schaut euch mal die Landschaft da an, die Natur, das ist ein Traum, wirklich ein Traum. Herrlich, nix. Den höchsten Punkt habe ich noch nicht erreicht. Es geht jetzt da weiter. Also ich war da noch nie, das erste Mal, da sieht man eh, wo das ist. Und da ist er, der Drei-Zinnen-Blick. Also wirklich herrlich. Da kommt schon ein bisschen die Sonne durch. Und da haben die das nachgebaut, in einer kleineren Form. Das war einer der Erstbestieger, der drei Zinnen da von, ich weiß nicht von welcher Seite, der Wiener Paul Grochan oder so ähnlich, hat man jetzt da gesehen. Ja, faszinierend. Und da links von mir der Dürrensee. Und rechts von mir ein Kaffeehaus, ein Pub. Aber leider noch zu, ich bin zu früh da. Wow,
Da liegt noch Schnee. Jetzt muss man aber aufpassen. Einfach herrlich, die Natur da. Da kommt die Sonne ganz langsam heran, da schmilzt eh schon langsam weg. Ja, und da geht es bei mir weiter. Ich bin noch nicht ganz oben, aber ich vermute, es wird bald einmal soweit sein. Ich glaube, ich habe den höchsten Punkt für heute erreicht. Jetzt muss ich schauen. Ich muss mir anziehen, es fängt wieder zum Regnen an. Juppi, hat schon lange nicht mehr geregnet. Ja, ein bisschen anziehen, weil es wird kalt jetzt, berg runter. So schön da, war halt super, ein Bier zu trinken. Aber ist leider zu. Ich weiß nicht, ob sie da überhaupt noch aufmachen. Das ist schon ein Klassik, was ich jetzt in den letzten paar Tagen gesehen habe. So, jetzt geht's bergab einmal. Herrlicher Radweg und Wasser rechts, links ein See. Was das für ein See ist, weiß ich nicht. Ist so ein Teich oder was auch immer. Auf alle Fälle schön. Zwei Kilometer noch bis Cortina, also der Radweg, ein Hammer. Wirklich eine tolle Landschaft da in diesem Nationalpark Tre Cime, wirklich herrlich. Der ganze Verlauf, also schon von Toblach, ganz gemütlich, gechillt, rauf, radeln und dann jetzt hinunter, wirklich ein Traum. Das Einzige, was ist kalt, ist wie eine Sau. Also wirklich die Kälte und der Regen, das macht schon was, macht mir ein bisschen fertig, aber egal. Cortina di Ampezzo, haben wir es jetzt erreicht. Links von mir der Bahnhof, der ehemalige. Und ich suche jetzt ein Gasthaus, wo ich jetzt ein Café. Einen Kaffee haben wir verdient heute. Cortina d'Ampezzo, auch schon wieder Geschichte. Ich war zwar drin im Zentrum, ist aber eine riesige Baustelle, fast in jedem Eck bauen sie irgendwas oder reißen sie was ab. Auf alle Fälle, da bin ich ganz schnell wieder raus. Und jetzt geht es Richtung Calalzo, da habe ich ungefähr um die 20 Kilometer.
Da werde ich nachher schauen, ob ich weiterfahre oder nicht, weil das Wetter spielt heute wirklich nicht mit. Es ist verdammt kalt. Aber ich muss mir jetzt durchbeißen. Also ich bin da circa 2 Kilometer außerhalb von Cortina und in die Richtung darunter geht es jetzt Richtung Calalzo. Und da ist eine Tafel, Lunga Via della Dolomiti. Schön. Die Tafel ist wunderschön, das Wetter ist wunderschön. Nur bei mir ist scheiße, aber es ist laut. Aber ich radel jetzt da runter Richtung Calalzo. Steht 37 Kilometer, aber ich glaube, das wird nicht mehr so richtig stimmen, weil ein paar Kilometer bin ich schon gefahren. Ja, nichts weiter in dem Regenwetter und die Kälte. Das habe ich heute. Der Radweg ist eigentlich ganz schön. Da brauchen wir nichts jammern. Ein paar Stellen, so ein bisschen Schotter, aber sonst ganz in Ordnung. Da ist ein Bankel, Mittagszeit, aber ich bleibe nirgends stehen. Da bleibe ich nicht stehen. Nein, nein. Schaut, da ist wieder so ein Schotterabschnitt, da muss man derartig aufpassen. Das ist ein herrliches Panorama, aber schade, schade, dass es so regnet. Mal Regen, ja, aber kalt, ein Wahnsinn. Oh. Ja, jetzt habe ich gut gegessen, da in diesem Ort. Oh, sind die, war, keine Ahnung, wie das heißt. Auf alle Fälle alles am Radweg. Also habe ich Radweg gar nicht verlassen müssen. Eine gute Pizza, ein Bier, Cappuccino. Und hurra die Gans, geht schon weiter. Schaut sie an. So ein Radweg haben wir. Wirklich herrlich. Schaut, Freunde, da gibt es sogar eine Ampel. Aber ich weiß nicht, ob das für mich gilt. Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Aber jetzt wissen wir es. Da steht unten mit rotem Licht Erdrutschgefahr. Da haben wir heute Glück. Heißt Valle di Cadoro. Ja, und 8 Kilometer habe ich noch bis Calzatore oder ja, Calzole. Und da schaue ich jetzt nachher, wie ich weitermache. Es ist erst 3 Uhr. Auf einmal läuft super. Ich habe mich gestärkt mit der Pizza. Aber zum Regnen hat es noch immer nicht aufgehört. Aber ich schaue mal. Aber die Gegend da, Freunde, im Sommer bei 25 oder 30 Grad die Strecke zu fahren, das muss irre schön sein. Und das werde ich einmal im Sommer machen, weil heute habe ich, oder den Termin, was ich jetzt habe im Mai, habe ich jetzt ein bisschen Pech gehabt, aber das werden wir sicher wiederholen, die Tour. Ja, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, du musst immer aufpassen, ja, so wie man so drüber fährt, weil da ist ein Stopp für uns. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Egal, auf alle Fälle Richtung Calzole. Da sollte der Radweg gehen durch die Baustelle, aber das mache ich jetzt nicht. Da fahre ich woanders. Da habe ich jetzt die erste Tafel gesehen, Venedig, aber jetzt bin ich mir nicht so sicher. Ich werde da rechts fahren. Steht gerade, aber ich werde rechts fahren.
So, da sieht man jetzt wieder Ciclabile, Belluno, Venezia rechts. La Lunga Via della Dolomiti, also war schon richtig oben rechts. Sonst hätte ich da nach, vergesse ich immer, wie das heißt, ist ja egal. Auf alle Fälle bin ich jetzt richtig. Und der schaut mir auch so blöd an. Was soll's, das ist halt so. Jetzt fällt es mir ein, Calzole oder Calzone. Es ist sicher nicht richtig. Dorthin sollte man nicht fahren, außer wir haben ein Zimmer dort. Ansonsten da in diesem Dorf sich Richtung Belluno halten. Sind ein paar Tafeln wohl da, aber mit der Nadel geht es ja wohl. Und dann geht es immer wieder berg runter. So, jetzt haben wir es richtig. Belluno und das kleine Zeichen München-Venedig ist auch oben. Weiter geht's. Die Tafel ist ein bisschen gefährlich. Ich hoffe, dass wir mit dem Radl durchgehen. Weil so gut Italienisch kann ich auch wieder nicht. Und jetzt fahren wir ein bisschen auf so eine wenig befahrene, ob das eine Landesstraße ist oder eine Bundesstraße, aber auf alle Fälle wenig Verkehr. Schaut euch mal an, die wunderschöne Landschaft da. Und die Straßen geht da. Und ich hoffe, dass wirklich das offen ist. Schauen wir mal. Jetzt fahre ich da sicher schon eine halbe Stunde auf diese Straße. Kommt kein Auto entgegen, nicht einmal hinter mir, nichts, null. Laut Navi bin ich richtig. Schauen wir mal. Eine Bahnstrecke läuft auch da oberhalb. Ob da ein Zugverkehr passiert, habe ich auch keine Ahnung, zeige ich euch einmal. Aber ich glaube, die ist noch aktiv, die Strecke. Naja, schauen wir mal, was kommt. Bei der Tafel habe ich jetzt auch stehen bleiben müssen. Da steht wieder Venezia 184 Kilometer. Aber das war schon weit da oben. Vor 20 Kilometer war. Also da muss was nicht stimmen. Ich folge meinem Navi und es geht in die Richtung da weiter. Ja, und da unten ist eine kleine Tafel. Schaut's, München, Venedig. Das passt. Ganz was Neues, sind wir wieder auf dem Radweg. Das Einzige, was noch störend ist, ist das Regen. Aber der Radweg ist wieder da. Oh, aber jetzt geht es wieder bergauf. Mama mia. Von dem Fluss haben wir auch noch nichts gesagt. Das ist nämlich Piave. Mal wieder so ein Abschnitt, war Tafel oben Richtung Belluno. Wo ich jetzt genau bin, keine Ahnung. Ich habe genau 95 Kilometer. Ich schaue mal bei der nächsten Ortschaft wegen einem Hotel oder wenigstens ein Zimmer. Irgendwas lasse ich mir einfallen. Aber was wichtig ist, es ist wärmer geworden. Im schlimmsten Fall kann ich ein Zelt da aufschlagen. Die Natur ruft. Schaut's, schon schaut's aus. Man kann irgendwo Zelt aufstellen. Ich rede nur im schlimmsten Fall. Die Entscheidung ist jetzt gefallen. Ich fahre bis Lago di Santa Croce. Ich habe 14 Kilometer noch bis dorthin. Ich hoffe, ich schaffe das in einer Stunde. Jetzt haben wir 18 Uhr. Wenn ich um 19 Uhr dort bin, wird wohl passen. Boah, da haben wir. Schaut's von Regen. Juhu, mach nichts, fahren wir. Bei Jane heißt die Ortschaft da und ein schönes Kanal, da ist aber viel Wasser drin. Das schaut schon ein bisschen eine größere Ortschaft zu sein. Ich probiere da schon mal einmal mein Glück. Schaut mal das an, die Tafel da, Venezia.
191 Kilometer, wie sie das zusammengebracht haben. Es kann aber auch möglich sein, dass ich da komplett falsch war. Ich weiß es nicht. Aber das verirrt mich jetzt mal, aber wirklich ordentlich. Den See haben wir jetzt schon erreicht, in Santa Croce. Da neben mir, auf der linken Seite, angeblich ein Campingplatz. Im Notfall, super, mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Aber ich schaue mal, ob ich ein Hotel finde. Weil es ist so nass, so feucht draußen, das ist ja ein Wahnsinn. Wow, 112 Kilometer, Freunde. Nicht schlecht. Schaut einmal den Blick da. In Venedig scheint die Sonne, so kommt mir das vor, und ein wunderschöner See da, also wirklich eine Fantasie. Freunde, ich habe das Zimmer gefunden, zum Glück. Es sind alle Hotels da zu, also es ist wirklich ein Wahnsinn, dass man im Mai da Richtung Venedig schwer ein Hotel zu finden. Aber ich habe es gefunden. Es ist nicht was Besonderes. Keine Ahnung, es ist wirklich kalt, saukalt. Die Heizkörper laufen auf Hochtouren. Naja, egal. Glücklich angekommen. Zimmer kostet 55 Euro, also wirklich ein guter Preis. Und in diesem Fall sage ich gute Nacht. Danke für Einschauen und morgen geht es weiter Richtung Venedig.